Promenadenbesucherinnen und Besucher, vielen Dank für den Applaus. Es ist so schönes Wetter heute. Keine Raindrops fallen vom Himmel. Nein, sie stehen heute hier vor euch auf der Serenadenbühne. Wir freuen uns heute oben, hier dürfen und können aufzutreten. Zum Können werde ich dann später noch etwas dazu sagen. Ich grüße euch herzlich im Namen von The Raindrops und dem Projektchor von Dieter Bürgi, der später noch zu uns wird dazu stoßen. Nachdem wir mit zwei afrikanischen Stücken eingestiegen sind, geht es jetzt ein bisschen poppiger weiter. Ihr werdet gerade Reality und Top of the World hören. Viel Vergnügen! Ich möchte ganz herzlich unseren beiden Musikern danken
an Markus Obrecht, der uns auch heute wieder mit rassigen Rhythmen begleitet hat, und am Reto Brühwiler, unserem genialen Pianist. Mega schönes Konzert gewesen. Und für mich war es ein Abschluss von dieser Übungszeit mit den Raindrops und Projektchor mit diesen Jungen. Es war wunderschön gewesen. Und jetzt freue ich mich auf ein kaltes Bier. Andrea, okay. Wir gratulieren dir. Es war absolut der Hammer, was du dir jetzt geboten hast. Also das muss in die Welt raus. Und wir wollen jetzt etwas mit einem professionellen Clipser machen, dass wir irgendwie auch bei euch Stalker sagen, dass ihr in dieser unscheinbaren Geiergemeinde Kästenholz so etwas hergebracht habt. Andrea, erzähl uns kurz, wie das entstanden ist. So, die Raindrops gibt es rund 25 Jahre. Es hat eine Gruppe gegeben, die miteinander gesungen hat, aus der Pfarrei raus. Und dann ist dort ein Projekt vor daraus entstanden, die Rainbow Singers. Und die haben Auftritt gehabt und ein paar daraus raus haben gefunden, wir wollen nicht nur ein Projekt, sondern wir wollen regelmässig singen. Und dann sind dort die Raindrops entstanden. Und Sarah Fasnacht hat die Raindrops geleitet. Bis letzten Winter, wo sie dann zurückgetreten ist. Also sie hat den Chor aufgebaut, der Chor ist ihr Kind quasi und uns hier angebracht, wo wir jetzt stehen. Und wir haben jetzt für diese Serenade das Glück gehabt mit dem Reto Bühwiler und mit dem Dieter Bürgi das Programm können einstudieren. Und wir haben mega Freude, dass wir das so gut geschafft haben. Und das Ergebnis, ja, haben wir gesehen, also wir sind selber überwältigt, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Und jetzt haben wir in der Zwischenzeit eine neue Dirigentin gewonnen, das ist Tatjana Wiesler, wo wir in 2 Wochen werden starten. Sie ist heute oben auch da, das freut uns besonders. Jetzt bin ich gespannt, was sie mir dazu sagen wird. Letzte Frage. Mamma Mia ist sehr anspruchsvoll. Ja. Das ist höchstes Level. Wie kommt ihr dazu, im Kästenholz so etwas zu riskieren? Weil es ist gut angekommen. Was hat es gebraucht jetzt von eurer Seite her, als die Laien-Sänger, die mitgemacht haben? Ihr hattet auch starke Stimmen, gehabt, Solostimmen. Was hat es gebraucht, bis die Leute auch gesagt haben, da machen wir. Und da habt ihr sicher ein Jahr müssen proben, wenn man das so gespürt hat, oder? Andrea? Also wir haben nicht ganz ein Jahr geprobt. Es hat nicht viel gebraucht, dass wir uns hinreissen von Mamma Mia. Am letzten Herbstkonzert im November haben wir mit dem Projektchor von Dieter Bürgi zusammen ein Konzert gemacht. Dann haben die Jungen das selber aufgeführt. Und die haben das schon können. Und als wir den Dieter Bürgi gefragt haben, hat er sofort gesagt, kommt, wir machen alle zusammen das Mamma Mia. Wir sind viel, wir sind stark, das schaffen wir. Und für uns war nie die Frage, wollen wir das oder wollen wir nicht. Und haben uns auch nicht überlegt, ob wir es können oder nicht. Dieter hat uns mit uns das so gut angebracht. Es hat einfach wirklich gefeckt. Es ist eine längere Geschichte dahinter. Ich bin hier ins Dorf gekommen mit 12. Und mein Vater hat dann einen Chor gegründet. Das war eigentlich der Vorläufer von der Raindrops jetzt. Haben dann noch Rainbow Singers geheissen und er hat einfach so die Vision gehabt, er möchte so ein Konzert unter freiem Himmel machen, eine Serenade. Und die erste war glaube ich 1998 schon gewesen, und ich war als Mädchen schon dabei gewesen, eigentlich immer mitgesungen. Und dann bin ich in die Kulturkommission gekommen und bin der Präsidentin geworden, und dass die Serenade liegt in unserem Ressort, in diesem Ressort Kultur. Darum können wir das immer wieder vorbereiten. Also jetzt meine Position, ein kleines Entgelt, aber eigentlich ist das ein Ehrenamt. Es gibt ein bisschen Sitzungsgeld oder für mich als Präsidentin, aber das ist nicht. Eigentlich ist es ein Ehrenamt. Sehr dankbar für Dieter, der das mit uns installiert hat. You are holy, 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 holy.